Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft Megamine Titan Quest Multiplayer mit Immortal mit Freddy, den Wolfies, dem Albtraum, Doges, diesen drei komischen Leuten und der Quest. Hallo Quest. Meine Vorräte, mein Bauernhof. Jemand muss die Monster und, verjagen, bevor Kleine, ich alles die verliere. Die am Anfang gespawnt sind, die muss ich direkt töten, weil ich habe nur 30 FPS. Ich wo zum Teufel sind wir? Wir sind gerade aus Babylon raus. Aus der Höhle sind wir gekommen, ne? Ja. Ja gut, ich wollte gerade sagen, ich habe hier nichts erkundet. Ich war gerade saumäßig verwirrt. Hey, was ist denn los mit meinem FPS? Ich mache kurz nochmal die Aufnahme und aus. So, jetzt habe ich wieder 50 FPS und das gefällt mir schon besser. Ich habe 23. Danke. Naja, 29. Ja, ich hatte gerade 26 oder so und das ist für meinen jetzt ich schon ziemlich schlecht. Ich hasse es, dass man nicht so über kleine okay, sie sind... mein FPS sind heute richtig schlecht. Du hast wahrscheinlich noch Photoshop im Hintergrund laufen, ne? Na, ich habe nur Steam, Skype, TS-Server, Fraps und Dings an. Okay. Kommst du jetzt langsam? Ja, ich laufe hinter dir her. Ich muss hier nur erstmal kurz wieder rausfinden. Habe ich verkauft, letzten Part. Ich habe mitgedacht. Aber Jörg und ich haben heute erstmal irgendwie 60... Was ist denn das? Was denn? Die haben so einen komischen Zauber gemacht. Oh, gefräßiges Flammenschwert der Dings. Wir haben heute in dem Part erstmal so 7 oder 8 blaue Items gefunden. Ich habe keins gefunden. Ne, das war heute auch ein bisschen OP für uns. Ich habe 2 Hakenschwerter gefunden, sogar eins meiner Klasse. Das ist sogar ganz gut. Ich glaube, da schmiede ich hier das Dings raus. Das hat Lebenskraftschaden, aber das hier hat dafür Angriffsgeschwindigkeit höher. Und das hier ist doch ganz geil. Ne, das hat Lebensentzug, das nehme ich dann. So, wo bist du lang gelaufen? Nach unten. Okay. Willst du erst nach oben? Nur ich wollte erst hier diesen kleinen Ort noch ausräuchern, bevor wir dann. Hab ich nicht gesehen, Boah, mir ist warm. Mir nicht? Was ist denn los mit dir? Weiß nicht, ich sitze hier bei einem offenen Fenster. Magst du das zweite Fenster nochmal kurz aufmachen? Dankeschön. Jetzt sitze ich hier gleich bei 2 offenen Fenstern. Boah, es ist einfach zu warm, ey. Wow, was ist das denn? Das meine ich auch gerade. Was ist denn los mit meinem FPS heute? Danke. Bitte. Alter, wie kannst du so Tidecore spielen? Da sterben so deine Augen. Meine Augen sterben auch, wenn ich Videos gucke, momentan auf 240p maximal. Weißt du, wie das meinen Kopf bumst? Schon mal ein Video auf 240p geguckt? Ja. Und gehört? Ja, nicht Dialog, ich wollte eigentlich nur Nebenaufgaben. Ich gucke mir während der Kämpfe aber die Nebenaufgaben an. Wir sollen das zu den Bauern zurückbringen. Heißt das, dass wir es wieder da hinten zurück müssen? Ja, also wir müssen es nicht, das ist nur eine Nebenaufgabe. Ja, ich weiß, aber... Ach, du hast sie getötet! Fremder, du hast... Alter, Hauptsache hier ist erstmal eine Brücke und... Wow. Thatchbrücke. Many useful. Many useful. Please more. Dann läuft dieses Video halt nur mit YouTube-Abspielgeschwindigkeit, sogar ein bisschen drunter. Weit drunter? YouTube hat auch 60 FPS, oder nicht? YouTube hat 30. Oh. Deshalb rendern wir auch auf 30 FPS, weißt du noch? Ich render auf 60, weil es egal ist. Machst du nicht. Doch klar. Du hast doch neulich noch gemeckert, dass ich auf 60 FPS render. Ja, aber ich habe dir auch 30 eingestellt eigentlich. Ich weiß nicht warum, aber ich render durchgehend auf 60 FPS. Und es kommt ja auch nicht drauf an, es ist ja egal, das Video wird ja nicht größer dadurch. Was sind das denn? Affen! Affen! Ja, geh einfach zu Affen, ohne da oben noch zu gucken, was da noch ist. Ich hab da erkundet, glaube ich. Ja, ich nicht alle. Da keine Affen, das sind Neandertaler. Was bist du für ein Mensch? Affen. Sind die bemalt oder wieso sind die so blau? Ich glaube, die haben Jacken an. Ich sehe nicht aus wie eine Jacke. Doch, doch. Da oben ist noch ein kleines Stück Land, was ich noch schnell erkunden will. Warte mal kurz. Ja, ich hab da auch noch einen Millimeter, wenn ich erkunden kann. Ja, und ich möchte gerne alles mitnehmen. Und fertig. Ja, ich doch auch. Ich nehme es aber nur im Single mit. Also im Multi-Single. Nein, im Single. Nein, selbst im Multiplayer wir auch alles erkundet. Wirklich alles. Ja, aber nicht halt alles mitgenommen an sich. Ja, das meine ich auch gar nicht. Das Geilste ist einfach so, ich fange jetzt jeden Part von dem Single-Let's Play so an. Ja, willkommen zurück zu Titan Quest Single. Immer noch alleine. Und dann sagt Jörg einfach: Ja, moin.
Ganz vor allem, du machst ein Singleplay-Play und dann zu deinem Multiplayer-Play, weil du noch ein Multiplayer-Play starten willst. Das ergibt sowas von gar keinen Sinn. Nein, ich habe das Singleplayer-Let's Play nur gemacht, weil ich halt alles mitnehmen wollte. Ich wollte das Spiel wirklich einmal komplett zeigen, darum hatte Jörg mich gebeten. Und ich hatte Lust, einfach mit dir so just for fun zu zocken. Dabei geht es mir nicht darum, dass wir alles mitnehmen, deshalb machen wir das hier. Und Jörg war halt geil darauf, halt. Eigentlich wollte er aber dem hier mitmachen. Darf er nicht. Ja, genau, darf er nicht. Nein, Jörg, nein. Böser Jörg. Böser Jörg. Nein, aus. Leg die Diamanten wieder hin, wir haben genug. Nein, Jörg. Jörg, nein, nicht die ganzen Diamanten mit einer Glück-3-Spitzhacke abbauen, wir haben genug. Nein, Jörg. Die Kiste ist voll. Immer wieder Jörg. Brauchen wir eine Diamantkiste. Hm? Ich glaube, irgendwann brauchen wir eine ganze Diamantenkiste. Ja, wir haben jetzt schon 3 Stacks, ne? Also ich habe einen halben Stack in der Kiste, du hast einen halben Stack. Ne, Jörg hat einen Stack in der Chest. Heuschrecken, hallo. Ja, okay, Arachnos, ich hasse Arachnos. Sind die wieder da? Ja. Nein, nicht schon wieder so ein Vieh! Ja, ich bin übrigens fast tot. Bist du nicht? Hier unten. Unten? Okay. Weiß ich nicht. Wir können also. Hier ist wieder Missgeburten. Neandertaler. Du brauchst mehr Energie. Oh, Säbelzahnlöwen. Neandertaler. Nein, Säbelzahntiger. Nein, ich hab grad nicht mit dir geredet. Ich weiß. Gut, wie viel Gesundheit hast du eigentlich? 2200. Ja, okay, ich dachte schon, ich wäre ein bisschen mit meiner Gesundheit drüber. Wie weit bist du denn? 2300. Siehst du? Und warum tank ich dann immer noch alles? Ja, weil du einfach zu früh reinläufst. Das haben wir letztes Mal schon besprochen. Wir sollten sinnvoller vorgehen. Wenn man so, ja, sinnvoll, wirf dein Wurfmesser sofort rein. Hier ist ein Brunnen. Ja, und hier sind Gegner. Den Brunnen angemacht. Jetzt Gegner angemacht. Ich hasse es jedes Mal, wenn ich eine Schockwelle mache. Entweder läufst du halt mit den Viechern weg oder sie dauert so lange, dass die Viecher bis dahin weg sind. Was war das? Du musst einfach die Schockwelle auf mich machen. Freddy, aber du läufst in der Zeit auch. Und ich mach die Schockwelle so langsam. Da musst du meinen Lauf berechnen. Das versuche ich schon jedes Mal und dann schlägst du einen Haken. Für diesen kleinen Berg her sind hier 2 Fackeln aufgestellt worden, also diesen großen Teil, oder? Hauptsache fast gestorben. Wo gehst du euch mal oben lang? Ich gehe immer parallel zum Einstieg in das Gebiet rein. Ja, hier war Gold und goldene Sachen. Ja, und ich habe hier komische Viecher. Arachnos. Arachnoide, Entschuldigung. Wir sind ja vorher Lila gewesen, ne? Was? Warum sehen die eigentlich aus wie Trommeln? Damals in Ägypten waren die da, nicht Ägypten, in Griechenland waren die doch immer. Lila, warm und nicht blau. Das heißt, das sind die besseren. Die waren auch rot schon. Ja, rot, lila, so in etwa. Ja. Ist dasselbe. Geht's hier weiter? Nee. Hier sind noch mehr übrigens. Ja. Oh Mann, meine Maus. Ich hab einfach die beste Maus der Welt. Kannst du nicht ein Part mal dich nicht über deine Maus beschweren? Okay, nächsten Part versprochen. Meine Maus. Ich werde mich für immer, bis ich eine neue habe, über diese scheiß Maus beschweren. Weil die so anstrengend und nervig ist. Gibt es von deinen FPS einfach nicht richtig niedrig sind? So richtig grundlos aber? Ja. Warum? Du hast keinen krassen PC. Noch ein Haufen. Gibt es hier ein bisschen Gold? Gold. So. Ja, schon wieder ein eklatantes Vieh. Viel Spaß damit. Danke, die sind nicht mehr wirklich stark. Doch, die sind immer noch stark. Die machen halt nur saumäßig viel Damage. Ja, das war schon immer so. Hier ist ein Erfahrungsschrei. Du hast mal nachgeguckt, ich glaub's nicht. Nein, ich habe einfach geraten. Ich wusste nicht, ob es Erfahrung oder Frost ist. Ich habe einfach gesagt, es ist Erfahrung. Damit du nicht wieder rumheulst. Wenn wir kaufen alles frei, dann kaufen wir alles. Ja, du nimmst ja sowieso alles mit. Es ist jedes Mal voll ungewohnt, wenn ich mit Jörg spiele, dann muss ich erstmal so nicht mehr alles wegluten, dann kriegt Jörg gar nichts. Ja, bei mir ist es so,
Ich loot hier alles weg. Am geilsten war ja einfach, Jörg ist ja mit einer ganz normalen Klasse eingestiegen, ne? Mit einem Level 14er. Ja. Er hat einfach jetzt schon mal so viel Leben und Energie, wie ich in Ägypten erst hatte. Weil er durch seine gesamten Klamotten dieses Leben und die Energie hat. Und er hat da ein bisschen besser geskillt, ne? Ja, er hat perfekt geskillt. Jörg hat perfekt geskillt. Er kennt das Spiel auswendig. Ich auch. Ja, ich auch. Stand da gerade was im Wald? Da ist gerade irgendwie so ein Effekt gewesen. Ja, von meinem Wolf. Und es hat sich auch so angehört bei mir. Nee, bei mir war da irgendwie so eine Flammenwelle oder sowas. So ein Flammenteil, scheiß. Mir gefällt das Gebiet hier, aber es sieht schön aus. Ja, es ist waldig. Es erinnert ein bisschen an... in den Harz mit ein bisschen weniger Schnee. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen gerade an Wildlife Park 1 mit dem Expansion Pack, wo man so Dinosaurier bauen konnte. Das war super, habe ich auch noch fürs Let's Play irgendwann mal. Hast du gerade einen Trank genommen? Ja, ich nehme immer Tränke. Ich habe gerade gehört, also es hat sich gerade angehört, als ob du 3 oder 4 Stück genommen hättest. Nur ich habe einen genommen. Läuft der Timer noch? Ich wette, der Timer ist wieder ausgegangen. Wetten wir? Nee, er läuft noch. Okay, dann noch 7 Minuten. Ich hatte das bei der Minecraft-Aufnahme jetzt mit Jörg. Andauernd ist mir der dumme Timer ausgegangen. Was soll da? Hilf mir! Ich komm von oben. Ich kann nichts dafür, dass du vorläufst und rein tankst, obwohl du keinen Tankklasse hast. YOLO. Ich bin Damage-Dealer, Tank, Supporter, ich bin alles. Weil du auch halt Supporter-Skills hast. Davon. Weil du auch Supporter-Skills hast. Ich kann die Gegner ablenken. Wie, was ist das denn? Was? Das da, dieser Magier. Hast du ihn noch nicht gesehen? Den haben wir schon mindestens 3-mal getötet. Sieht ja richtig bärstig aus. Das Display geht ja auch gar nicht mehr so lang, fällt mir gerade auf. Naja, wir haben noch ein bisschen was ein Gebiet. Ja, und danach halt noch das Add-on. Ja, genau. Wie viele Parts hat man nochmal gesagt, brauchen wir? Keine Ahnung. Ich glaube, wir hatten viel mehr gesagt, als wir brauchen, wirklich. Ja, ich meine, ich habe gedacht, Ägypten geht ein bisschen länger. Weil Carlos des Verzehrens, das hat sie ja wie ein Schwert. Ist es eins? Warte. Zweites Inventar? Nein. Okay, eine Rüstung mit 72 Rüstung und 17 Geschicklichkeit. Okay, meine jetzige Rüstung hat wie viel? Ah, 57, das sind 75, ja scheiß drauf, dann kriegst du noch Geschicklichkeit. Ja, was war das? Eine Keule. Achso. Am besten ist, du rennst einfach rein, weil du einfach... Du hast Viecher zum Tanken, du hast mehr Leben zum Tanken. Ich hab wahrscheinlich mehr Resistenzen zum Tanken. Also ich hab... Ich glaube 120 Rüstung mehr als du. Kann sein. Ja, dann bleib ich jetzt einfach ein bisschen hinten, weil ich renne eigentlich immer gerne. Ich hab grad aus meinem Spiegel getappt. Ja, ich sehe es, du rennst gerade einfach. Ja, danke. Auf eine Unterbrechung. Und damit herzlich willkommen zurück. Wir haben noch 5 Minuten, Freddys Part im Arsch. Ja, also kurze Erklärung für die Leute, wir waren ja hier vorne in diesem kleinen Gebiet, haben dann das hier alles erkundet und alles geschlachtet, hier haben wir die Quest wieder abgegeben, wegen diesen Viechern, die hier waren, sind dann hier runtergelaufen, sind dann hier ist ein Brunnen gewesen, sind dann hier gewesen halt, alles getötet, Neandertaler, auch Noiden, wie man hier auch sieht, Säbelzahntiger und so ein Scheiß, und sind dann jetzt bis hier gelaufen und ab hier musste ich dann alles nochmal neu erkunden, weil das wurde nicht gespeichert und ich habe ja 2 Bildschirme und dann bin ich auf den 2. Bildschirm gekommen und bla bla bla, jetzt spielen wir weiter. Genau, seine Aufnahme ist deshalb auch im Arsch irgendwie, keine Ahnung. Und deshalb können wir jetzt nochmal von vorne spielen. Ganz toll. Oh, hier ist ein Händler? Was? Ein Ding kam diesem Weg. Ihm folgen? Hast diesem du Ding mit der großen Klinge? Eine Quest gekriegt? Klingt nach einer vergeblichen Aufgabe. Aber wenn es so sein soll, dann brauchst du nur den. Warte, hier rechts geht's auch noch lang. Hier rechts geht's hoch. Okay. Okay, riesiges Gebiet. Und meine FPS hacken immer noch richtig, warum auch immer. Weiß ich auch nicht. Ich finde die Musik ist ja schön. Toll. Ja. Hauptsache, wir kommen auf den gleichen Scheiß zur gleichen Zeit, ey.
Ja, bei mir hat gerade die Musik angefangen, ja. Ja, bei mir läuft sie jetzt ein Augenblickchen. Hast du. Ich dachte gerade, du hast den Neandertaler-Rakete und lässt mir hören, dass das der Schamane wahrscheinlich war. Ja, gerade so, wieso heilst du die Gegner? Willst du mich hier verarschen? Ich kann die Gegner gar nicht hören, leider. Leider. Ja. Yeah. Glaub mir, ich würde es sofort tun. Ja, zum Glück sind die nicht stark oder so. Nee. Nein. Nee, nur wenn du nicht Fokus von allen frei hast. Ja. Gut gemacht. Ich kann es nicht. Es lohnt sich doch gar nicht, jetzt mich zu heilen. Ich hab doch schon fast halbes Leben wieder. Ich hab nicht gesehen, dass du einen Heiltrank genommen hast. Bei mir, als ich das letzte Mal drauf geguckt habe, warst du irgendwie fast tot. Ja, YOLO. Wollen wir nicht erstmal hier hinten gucken? Gut. Okay, ist die Straße wieder. Dann lass erstmal abseits gucken. Ja, warte. Oh, guck mal, was bist. Oh, guck mal, ein Yeti! Hallo. Ist der böse? Ja. Ist ihn getötet? Noch nicht. Hallo, Yeti. Ich habe die Wurfmesser ins Gesicht geworfen. Er hat nur ein halbes Leben verloren hatte. Okay. Wir müssen mal zusammen Minecraft Survival Games spielen. Mir sollst du es mal lassen. Nein, das ist lustig. Aber erst wenn ich einen neuen PC habe und gutes Internet. Und wenn ich mal gutes Internet habe. Mit deiner Leitung kann man Minecraft locker spielen. Auch im Kampf. Wenn der Server vernünftig läuft. Ja, trotzdem, ich will schnell das Internet haben. Was sollen wir hier eigentlich töten? Irgendwas, ein großes Vieh mit einer Klaue, habe ich nur verstanden. Eine Klinge, ja. Ja, Klaue, Klinge, ist dasselbe. Oh, ein Schrein der Meisterschaft. Wahrscheinlich sowas wie den Zyklopen bei Griechenland. Wahrscheinlich. Kann ich mir gut vorstellen. Hallo Katzis. Oh, ich habe da eine getroffen, glaube ich. Egal, YOLO. Man gönnt sich ja sonst nichts. Swag. Und wie sind die Viecher alle ein bisschen schwach? Geht. Also sie machen schon Schaden. Ja, Schaden schon, aber sie sind irgendwie so... Oh, sie sind tot. Ja, ein bisschen. Wir haben nur noch eine Minute. Ja, danach nehmen wir noch einen auf. Ja. Ja, ein bisschen. Mein Vater ist übrigens so 5 Minuten jetzt lang oder so. Ja, kommt hin. Egal, YOLO. Und das Gebiet ist schon wieder riesig. Oh, Yetis. Idiom, muss ich noch töten? Ja, komm, die hauen wir dann weg und dann machen wir ein paar Bären. Vor allen Dingen schön, dass hier das extra der Arsch eingezeichnet wurde. Ja, finde ich super. Fällt mir auf Instagram und Twitter. Yeti-Pelz. Ja, ich heb's einfach auf. Warte, hab einer aus Versehen aufgehoben hier. Aus Versehen, mit Absicht. Da. Wir müssen noch demnächst mal wieder in die Stadt. Also ja, und dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen und haut rein, Leute. Tschüss. Ciao.